Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In dem heutigen Video geht es um die College-Jacken von Zara, die ich mir bestellt habe. Wir schauen uns die mal zusammen an und vergleichen die ein wenig. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, heute geht es um die College-Jacken, die ich von Zara bestellt habe. Habe ich in meinem letzten Video, Favorite Piece der Woche, auch schon mal erwähnt, dass ich die bestellt habe. Ich weiß noch nicht, ob ich die behalte, mit Sicherheit nicht alle, aber wir gucken sie einfach mal zusammen an und vergleichen die auch mal. Ich habe nämlich auch nochmal zwei andere College-Jacken von mir mitgebracht, die wir so ein bisschen vergleichen, beziehungsweise einfach mal gucken, was da der Unterschied ist. Und ich will gar nicht lange drum herum reden, fangen wir einfach mal an. Und so Leute, aktuell hat Zara ein riesiges Angebot an College-Jacken am Start. Ich muss sagen, optisch natürlich ist immer der Online-Shop, wo die Sachen immer super präsentiert sind, gefallen die mir wirklich sehr gut. Viele von den Jacken, ich habe jetzt im Nachhinein auch noch eine gesehen, die mir extrem gut gefällt. Was da aber der Unterschied ist, erzähle ich euch gleich und die werde ich wahrscheinlich die Tage auch nochmal bestellen, um zu gucken. Ich finde, eine College-Jacke ist ein sehr, sehr cooles, zeitloses Piece. Ich habe in, weiß nicht, unzähligen Videos von mir immer wieder davon geschwärmt, dass es einfach so der beste Allrounder aktuell ist, finde ich persönlich. Hat so ein bisschen was Street-Styliges, kann man auch ein bisschen locker, casual tragen, kann man aber auch ein bisschen schicker tragen, indem man das Ganze dann so ein bisschen mit Hemdchen oder sowas stylt. Das ist aber jedem selber überlassen. Trotzdem gucken wir uns die College-Jacken, die ich hier am Start jetzt einfach mal an. Und ich zeige euch erstmal, welche Modelle ich am Start habe. So, diese zwei Jacken sind meine alten College-Jacken. Was das genau ist, zeige ich euch gleich noch. So, dann haben wir hier Jacke Nummer 1. Ich hatte das in meinem Video gesagt, die kostet 69 Euro, ist ein Kordmaterial, sieht jetzt hier von allem drum und dran sehr, sehr gut aus. Natürlich, wenn man genau hinguckt, dass hier auch mal so ein Faden rausguckt, denn hier ist so ein lockerer Faden oder sowas, das muss man mit rechnen. Für 69 Euro, sie ist gefüttert, das heißt, sie ist innen drin nicht so dünn und wirkt auf jeden Fall jetzt auch für die, ich sag mal, wärmeren Wintertage oder Herbsttage oder Frühlingstage, Herbst ist ja schon vorbei, auf jeden Fall eine gute Option. Und ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich durchaus positiv überrascht. Wie das Ganze fittet, blende ich euch auch mal eben ein. Und ich muss sagen, die blaue Kordjacke gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das ist Piece Nummer 1. So, dann haben wir hier Jacke Nummer 2 und das ist das Ganze in Schwarz. Ich kann euch nicht genau sagen, was es ist, aber in Schwarz. Sie ist wirklich tiefschwarz und dazu diese cremefarbenen Akzente, diese cremefarbenen, es ist halt so wie so eine Art Fließstoff. Sie wirkt auf jeden Fall nicht so hochwertig wie die blaue, in meiner Meinung nach. Sieht trotzdem aber nice aus. Wäre allerdings für mich jetzt erstmal nichts, weil ich schon schwarze College-Jacken habe. Ich habe mehrere. Trotzdem ist sie, ich sag mal, 1:1 das gleiche wie die blaue. Wobei ich sagen muss, die blaue hat wirklich einen sehr, sehr schönen blauen, verwaschenen Ton. Schwarz ist halt schwarz und wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, ich habe mehrere schwarze Jacken. Und auch hier zeige ich euch den Fit einfach mal, wie das Ganze fittet. So, dann habe ich noch eine dritte Variante und die kostet 10 Euro mehr. Die kostet 79 Euro. Die ist viel, viel dezenter und wesentlich dünner. Also das ist wirklich mehr so eine Frühlings-Herbstjacke, muss ich sagen. Die ist jetzt für den Winter nichts. Allerdings wirkt sie auch noch hochwertiger als die anderen zwei Jacken. Wodurch ich sagen muss, sie ist einfach sehr, sehr dezent gehalten. Sehr schön, auch nur diese leicht cremefarbene Nähte, die hier so ein bisschen sich absetzen. Ein schöner Kragen ist dran genäht. Und was hier auch nochmal ein Unterschied ist, zeige ich euch auch nochmal eingeblendet, ein bisschen im Detail. Ihr habt den Kragen, der bis vorne zur Spitze geht. Bei den Jacken hört er ein bisschen vorher auf. Das finde ich immer nicht so nice bei College-Jacken. Ich finde das schon ganz wichtig, dass sie bis vorne quasi an die, ich sag mal, an die Kante gehen. Und das macht das Ganze so ein bisschen steif, so ein bisschen kragenartiger. Wirkt auf jeden Fall hochwertiger, meiner Meinung nach. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Jacke, muss ich sagen. Auch hier bin ich durchaus wirklich positiv überrascht, wie das Ganze sitzt, wie das Ganze verarbeitet ist. Und für 79 Euro oder 69 Euro kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Ich habe jetzt hier nochmal zwei andere Jacken, die zeige ich euch nochmal im Vergleich. Die hier ist die Saint Laurent Teddy Jacke, die, ich kann keine Ahnung, was die gekostet hat. Zu seiner Zeit war die sehr, sehr teuer, wahrscheinlich jetzt immer noch. Ist halt ein Klassiker. Ist auch wesentlich kropter geschnitten, ist eine 48, wirkt auf jeden Fall ein bisschen kleiner als die anderen. Ist eine sehr, sehr schöne Jacke, bei mir ist sie aber schon sehr gut runtergerockt. Trotzdem liebe ich die Jacke, ich müsste die mal mit so einem Enfluser ein bisschen sauber machen. Ist halt ein Klassiker, habe ich mir mal gekauft. Würde ich sie mir heutzutage wieder kaufen, wenn ich solche Optionen hätte? Wahrscheinlich nicht, weil im Prinzip, was man mit solchen Jacken bekommt, ist auf jeden Fall
was nicht gleichwertig ist, aber auch was sehr Gutes, was sehr cool kombinierbar ist. Und ja, das ist natürlich auch ja, eine meiner Lieblingssacken trotzdem weiterhin. So, dann habe ich, und da gibt es jetzt mehrere Jahre, jedes Jahr immer eine neue. Und das hier ist eine College-Jacke von Gant, die das wirklich so einen richtigen College-Stil machen mit dem großen Buchstaben, der da drauf ist. Dann habt ihr hier nochmal so eine Front mit einer Nummer drauf. Da ist das Ganze natürlich auch nochmal Namensprogramm, das Ganze mehr in so in der College-Richtung gedrückt. Trotzdem, die Jacke ist unfassbar von der Qualität. Ist auch eine herbstlichere bzw. eine Winter-College-Jacke, auch ein bisschen dicker, ähnlich wie die zwei College-Jacken. Und ja, Gant-Jacken sind auch immer meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Alternative zu einer guten, hochwertigen College-Jacke, wo man nicht 1.500 Euro für ausgeben muss, sondern ein paar hundert Euro ist man da auf jeden Fall dabei. Die sind auch jedes Jahr immer schnell ausverkauft und ja, ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Alternative. So Leute, ihr habt die Fits gesehen, die Jacken haben mich wirklich durchweg positiv überrascht. Was ich davon behalten werde, weiß ich noch nicht genau. Ich muss sagen, trotzdem bin ich sehr, sehr positiv überrascht von den Jacken und kann euch sagen, ich kann sowas eigentlich wärmstens empfehlen. Wer sowas sucht in einem guten Preisbudget, ist da auf jeden Fall richtig aufgehoben, weil ihr habt kein riesiges Bling-Bling dran. Die Sachen sind sehr clean gehalten, haben einen coolen Schnitt und wirklich durchgehend gutes Material, wo ihr sagen könnt, hey, davon habt ihr die nächsten Jahre was und vielleicht auch noch länger. Ich muss sagen, wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Bei den Jacken, bei den Cord-Varianten, das Einzige, was mir nicht gefällt, habe ich schon erklärt, ist der Kragen, der vorne ein bisschen weiter vorher aufhört. Und ansonsten muss ich sagen, echt, wirklich eine sehr, sehr coole Jacke für 69 Euro. Macht man da auf jeden Fall nichts verkehrt. Und auch diese 79 Euro, diese 10 Euro teure Variante, hat halt wirklich was, muss ich sagen. Und wir gucken es auch nochmal demnächst. Ich mache so ein Latest Pickups Video. Da werde ich mir die andere Jacke auch nochmal bestellen und zeige euch da nochmal einen Unterschied. Was ich daran sehr nice finde, die jetzt gerade noch bei Zara zur Verfügung ist, die ich nicht hier mitbestellt hatte, weil ich sie erst im Nachhinein gesehen habe. Was ich cool finde, worauf ich Wert lege und ja, generell, wie gesagt, Details habe ich euch gezeigt, Inlays etc. Und ich muss sagen, sehr, sehr nice. Deswegen, falls ihr was sucht, checkt das gerne ab. Links sind wie immer unten in der Infobox. Und das ist halt nur eine Empfehlung, kein Must-Have oder sonstiges. Ihr könnt das für euch selber entscheiden. Jeder hat seinen eigenen Stil, seinen eigenen Geschmack. Deswegen checkt das gerne ab, Leute. Das war's mit dem Video. Peace, Leute. Haut rein. Ciao.